Ah ja. Jetzt, hoffe ich. Willkommen zurück zu StarCraft Legacy of the Void. Immer noch hier ganz toll, toll. Wir sind noch im Ladebildschirm für die nächste Mission. Hoffe ich zumindest mal. Ich habe einfach fortführen gedrückt. Wir sind immer noch im lustigen Tempel der Zenage. Wir wissen gar nicht, ob es der Tempel der Zenage ist, weil prinzipiell haben wir eigentlich nur ein Relikt gefunden, das uns gesagt hat, ja, flieg mal dahin in einem Riss des Universums und da ist ganz toll, toll. Und da wird es erfahren. Vor allen Dingen sehr zweifelhaft ist eigentlich, warum Amons Schergen hier nicht reinkommen sind. Amon selbst vor allen Dingen auch nicht. Wäre es nicht eigentlich Top-Priorität für Amon, sagen wir mal, hier jetzt mal einzugreifen, weil das ist ja quasi das Einzige, was sie noch aufhalten können. Weil das sind die Protoss, also wir in Form von Atan. Ich fürchte, die Sperre des Adun wird euch im Inneren des Tempels nicht unterstützen können. Seid bitte vorsichtig, Hierarch. Genau das. Also das Ding ist, das Spiel gibt mir Hoffnung, dass es noch ein bisschen weitergeht. Wir gehen jetzt in diesen Tempel rein, machen da noch was und danach gehen wir einfach wieder raus. Und haben wir noch jede Menge Zeug mit der Sperre des Aduns. So, wie du machst, Brotze? Amons Streitkräfte waren vor uns hier. Der Tempel könnte sich bereits unter seiner Kontrolle befinden. Zeratul glaubte, dass die anderen Xel'naga hier ruhen und dass sie uns helfen würden, Amon zu besiegen. Sie könnten diesen Krieg beenden und damit meinem Volk seine Freiheit wiedergeben. Warum haben die Xel'naga uns dann nicht geantwortet? Ich werde mich allein in den Tempel begeben, Matriarchin. Ich will nicht noch mehr Leben riskieren. Ihr setzt euer Leben aufs Spiel im Vertrauen auf die Worte eines Verräters. Er tötete eure Mutter, Vorathun. Das ist wahr. Doch war er niemals ein Verräter? Ich sehne mich nicht nach dem Tod. Mein Ziel ist es, Zeratuls Vision zu erfüllen. Ihr werdet zurückkehren. Dessen bin ich mir sicher. Aha. Meine Krieger können mir im bevorstehenden Kampf nicht helfen. Diese Bürde muss ich allein tragen. Hat sie noch was zu sagen? Selbst ich kann nicht vorhersagen, wie sich dieses Rätsel entfalten wird. Sie kann überhaupt was vorhersagen, das ist eigentlich sehr interessant. Die Kampfschiffe sind angekommen und warten darauf, inspiziert zu werden. Ach, die Disruptor, die Korsaren kann ich wiederholen. Also Korsaren waren recht lustig, weil die können eigentlich so gar nichts. Ah, den Spruch kenne ich noch. Fügt deine leichten Einheiten Bodenschutz. Also da luftet die Dinge halt echt nicht überzeugend. Ich hätte irgendwie lieber... Aber sind die doch überzeugt in der Luft? Die Himmel warten. Achso, jetzt sind noch zwei Einheiten. Gleich nachher einen Bundesschaden zu, aha. Heute ist ein guter Tag zum Start. Oh, Flugeinheiten Flächenschaden, das klingt eigentlich besser als die Bodeneinheiten-Geschichte. Obwohl natürlich, ich versuch's einmal mit den Dings hier, mit den Korsaren in der nächsten Mission, wo ich die brauchen werde. Auch wenn die Zuweisung jetzt eher von Fuß ist. Ach ja, genau, ich habe ja noch Solarit, welche ich zuteilen kann. Ha! Ich habe auch kein Solarit, was ich irgendwie reinballern kann. Also... Wie gesagt, ich könnte irgendwie mal in so diese Solarlanze hier investieren, aber das ist... Also wie gesagt, die Orbitale, das hier... Ach, Zeitfelder sind doof. Die bringen nix. Nö. Ja, prinzipiell kann ich gerade echt nicht viel machen. Na gut, dann machen wir das hier noch. Das bringt zwar alles nichts, aber... Boah, Pumann hier... Ach, nee, ich warte mal ab, was hier von den anderen Leisten kommt noch. Was hat er noch zu sagen? Seit wir hier angekommen sind, reagiert der Schlüsselstein seltsam. Als wenn er mit den Energien unter uns in Verbindung stünde. Energien unter uns? Ja, dieser Ort strömt leeren Energie aus. Ich glaube, dass er ein Übergang zwischen Dimensionen ist. Und der Schlüsselstein? Er scheint die Energie zu absorbieren. Dies folgt einem ganz anderen Schema als die Informationen über den Herkunftsort. Als wäre der Schlüsselstein für einen zweiten Zweck neu konfiguriert worden. Hoffen wir, dass uns die Xel'naga selbst die Wahrheit enthüllen werden, nach der ihr sucht. Aha, so ja, nichts Neues zu sagen. Diese Aufzeichnungen sind faszinierend, Artaris. Ich kann die darin enthaltenen Berichte kaum glauben. Aha, ja, Mr. Roboter, alles klar. Na gut. So. Adun Toridas Hierarch. Oh. Vorathun. Ich weiß nicht, was mich dort unten erwartet, nur dass ich allein gehen muss. Ihr habt jetzt das Kommando über die Speer des Adun. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr, Artanis. Das Ding ist, er haut jetzt raus mit, ich kann nicht noch weitere Lebensgefährten, aber davor diesen komischen Selbstmordplaner machen, wir halten diesen dummen Tempel da auf Shakura so lange wie es geht, wo zigtausend Mann bei drauf umgekommen sind, aber jetzt auf einmal müssen wir wieder Personal sparen. Ist klar. Vor allen Dingen, das habe ich noch nicht wörtlich erwähnt, aber es ist ja klar zu sehen, dass Artanis hatte sich ja das, für seinen rechten Arm hat er sich ja das grüne Messer von Zeratul geholt. Aber irgendwie... Scheint, außer die Farbe, das Ding kein Stück anders zu sein. Das ist ja irgendwie das ganz normale, Psi-Klinge? Ich weiß gar nicht, was die Dinge genau eigentlich sind. Was die normalen Protoss auch haben, nur halt in grün. Beziehungsweise die Nerasim, nee, warte, nicht Nerasim, die anderen, wie heißen sie denn? Die komischen anderen Typen, die haben das Ding halt nur in rot.
Und Amorn scheinbar ist auch so ein Fan von Rohl. Das Ding ist, in StarCraft 1 war es noch so, dass, ich habe schon wieder genau vergessen, was es genau war, aber da war es so, dass die dunklen Templer was konnten, was die anderen nicht konnten. Die Protoss nämlich konnten Zelebraten? Ich glaube, die Zelebraten hießen sie. Komplett vernichtet. Das waren die Außenstellen der Zerg. Also das ist nicht so, dass der Obermeinte komplett alleine regiert hat, sondern der hatte noch so semi-unabhängige Zelebraten. Das waren, ich nicht wirklich Zelebraten, das hört sich gerade so komisch an. Auf jeden Fall, die hatten, das waren so eine wurmartige Dinge. Im Spiel waren sie mal als Gebäude dargestellt. Du warst halt selber auch einer. Ins Spiel. Und die waren halt irgendwie. Ja. Die haben sich sonst mal regeneriert, wenn man sie nicht mit dunklen Tempel kaputt gemacht hat. Aber Grün scheint. Na gut, Grün ist energiereicher. Das kann man besser als Lichtquelle verwenden. Ich fühle nicht, ich fahre bei diesen Klingen ziemlich hoch, dass man sich selber schneidet. Terra-Tool. Shakuras. Die Königin der Klingen. Oh toll, ein Hybrid. Schicksal scheint uns zusammenzuführen. Wir sollten es nicht weiter herausfordern. Carrion so schwach zu sehen, hätte ich überraschen, dass sie nicht gegen einen Hybriden ankommt. Also prinzipiell, der Großteil ihrer Macht besteht ja in Psi-Kräften, aber trotzdem. Die Schreine nennen diesen Ort den Tempel der Vereinigung. Die Xel'Naga sind irgendwo im Inneren. Bisher bin ich nur auf Hybriden gestoßen. Tagelang kämpfe ich schon gegen sie. Ich komme nur langsam voran. Die Prophezeiungen sprechen von zwei aufgestiegenen Spezies, die gemeinsam die Hallen der Offenbarung aufsuchen. Nur in Gegenwart beider werden die Schreine preisgeben, wie die schlafenden Xel'Naga erweckt werden können. Ich konnte Prophezeiungen noch nie leiden. Und doch sind wir trotz unserer Vergangenheit hier gemeinsam. Vielleicht solltet ihr eure Meinung ändern. Ich mag übrigens diesen ganzen Prophezeiungsquatsch, der mit den Xel'Naga irgendwie mit zusammenhängt, überhaupt nicht. Kann ich jetzt beide steuern? Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Brechen wir zum Schrein auf. So, das kann ja. Okay. Ach, okay, er kann heilen. Okay, ach, Kevin hat kein Schild. Erkläre dich. Wir werden obsiegen. Ah ja. Ich führe mit Ehre. Okay, so, ich muss mal kurz was machen. Und zwar, die Linie ist gerade günstig. Die Dämmerung naht. Unsere Bestimmung wartet. Harak in Vajash. Stärke durch Einheit. Ich bringe den Erstgeborenen Einigkeit.
Wir werden einen neuen Frieden schaffen. Ich mag der Hierarch sein, das heißt aber nicht, dass ich um des Sprechens willen spreche. Mir scheint, ihr seid sehr beharrlich. Vielleicht seid ihr zum Teil Taldarim? In meiner Zeit als Templer habe ich Probleme mit einer Psyklinge gelöst, wenn ihr wisst, was ich meine. Adun, Tassadar, Zeratul. All meine Mentoren fanden ein frühes Grab. Es sieht so aus, als forderten große Taten immer auch einen sehr hohen Preis. Große Veränderungen stehen uns bevor. Wir werden obsiegen. Die Dämmerung naht. Ja, wir sind durch. Kerrigan? Was willst du? Ach guck mal, jetzt bewegt sie nicht die Lippen. Ich wollte mich gerade wundern, weil eigentlich Kerrigan müsste auf jeden Fall in der Lage sein, sich telepathisch zu unterhalten wie die Protoss. Ohne ihren Mund. Ey, was kann denn hier? Was? Okay. Kinetische Welle. Ist wahrscheinlich gleiche Fähigkeit, die so auch... Nee, ist er nicht. Okay, Stack. Achso, ist ja schön. Sprich. Erkläre dich. Königin der King. Verlier keine Zeit. Deine Königin hört dir zu. Mein wahrer Gegner lauert in der Dunkelheit. Amon und seine Hybriden werden sterben. Dies ist der einzig wahre Krieg. Er könnte allem und jedem ein Ende bereiten. Ich hoffe, deine Götter haben eine verdammt gute Erklärung dafür, warum ich hier mit dir gelandet bin, Artanis. Ja, sie dreht sich auch um zu gehen, willst du mir auf die Nerven gehen? Falls du es nicht merkst, es funktioniert. Das ist ja schön. Ich habe zwar aufgehört, Terraner zu verseuchen, aber bei dir überlege ich es mir vielleicht noch einmal. Ich wette, Abatur könnte aus dir etwas ganz Besonderes machen. Ach, der gute Abatur. So viel ist geschehen. Manchmal fühlen sich die letzten 7 Jahre an, als wären es eher 17 Jahre gewesen. Aha. Sprich, was willst du? Ah ja. Große Veränderungen stehen uns bevor. Aha. Gemeinsam sind wir stark. Meine Suche geht weiter. Es sieht so aus, als würde dieser Tempel von Wächtern beschützt. Halt! Spürt ihr das? Eine große Macht regt sich in diesem Konstrukt. Reinheit der Form. Reinheit der Wesenheit. Beweist eure Stärke. Das ist ein Nagerkonstrukt, das ist ja schön. Oh verdammt, warte mal. Deine Königin hört dir zu. Ich diene meinem Volk. Na gut, dass... Ach, jetzt gemeinsam haben wir... Ah, ja. Sind wir stark. Jetzt haben wir 2 Schlüssel, das ist ja schön. Die Konstrukte haben also die Schlüssel. Gut zu wissen. Fahren wir fort. Ja, das ist natürlich sehr cool. Unser Weg ist vorgezeichnet. Diese Objekte geben Solarenergie ab. Wir sollten sie einsammeln. Ja. Unser Wissen ist euer Erbe. Das ist ja toll. Ein kühner Plan. Sicherlich. Meine Suche geht. Vorsicht! Hybriden! Ich glaube, prinzipiell fahren wir besser damit, wenn Artanis vorne steht. Ich brauche Antwort. Ach, Artanis kann einfach so zaubern. Der Noch ein Konstrukt. Wir müssen es zerstören, um das Tor zu öffnen. Gewagt. Ich führe mit dich. Meine Ach Gott. Was willst du? Aua. In meiner Nähe, Kerrigan. Meine Psi-Fähigkeiten können unsere Wunden heilen. Unser Weg ist vorgezeichnet. Wie schnell regen sich Kerrigan so? Ich schenke dir meine... Ich diene meinem... Ein Schlüssel fehlt noch. Sprich. Die Dämmen, Kerrigan. Das Konstrukt hat es auf euch abgesehen. Warum eigentlich? Ja. Deine Königin hört dir zu. Ich brauche Antworten. Stärke durch Einheit. Doofiges Konstrukt. War da drin noch irgendwas? Ich diene meinem Volk.
Nee. Gemeinsam. Der Blitzsprung ist cooler und vor allen Dingen ist der viel cooler als die Fähigkeit, die ein Hotz hat, wo er nämlich wieder zurückspringt. Weil das Zurückspringen Hotz ist ein großes Problem mit Tarnis. Ich führe mit Ehre. Meine Suche geht weiter. Na, das wahrscheinlich noch nicht, weil wir haben noch nicht alles. Wir haben ja noch. Was du heute kannst besorgen. Das Glück ist uns hold. Der Schrein funktioniert noch. Alles recht mystisch hier. Sehr gut, er sammelt Energie. Er sollte in Kürze aktiv sein. Aha, da kommen sicherlich gleich wieder 10 Minuten. Ach, wer seid ihr denn? Freunde von dir? Nicht ganz. Es scheint, Amons Truppen haben einen Weg in den Tempel gefunden. Wir müssen sie alle töten. Langsam wächst du mir ans Herz, Artanis. Ich bin der Schwarm. Ich führe. Oh, was ist das denn? Ein Kriegshund? Wir werden obsiegen. Was kommen denn hier noch? Sprich. Erkläre dich. Große Veränderung. Der Welt wird eintreten. Kevigen OP. Wir dürfen nicht zweifeln. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Ich diene meinem Volk. Auch noch mehr Hybriden, ekelhaft. Gehört uns. Ja. Ich bringe dir es zu Ende. Dann können wir sehen, was dein Schrein uns mitteilen will. Sprich. Ich brauche Antworten. Ich. Unsere Bestimmung. Ha, die paar Hybriden hier. Ich verstehe nun. Die Xel'Naga waren die Ersten, geboren in der Leere. Ihre heilige Bestimmung war es, das Leben zu fördern und den ewigen Kreislauf fortzuführen. Bei der Entstehung eines Universums manifestieren sie ihr Bewusstsein in körperlicher Form. Die Zerstörung dieser Form zwingt sie zurück in die Leere. All die Zeit warteten sie darauf, dass wir den Schlüsselstein zusammensetzen und den Weg hierhin finden würden. Ah, die sind also überdimensionale Wesen, die einfach gar nicht sterben können. Mein Volk ist von Amon besessen. Ikala macht sie zu seinen Sklaven, doch er hat keine körperliche Form. Wenn er sich von den Templern lösen ließe, könnten wir ihn in die Leere verbannen. Komm schon, Artanis. Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Hä. Okay, wir gehen wirklich auf jeden Fall menschlicher als früher. Wir werden obsiegen. Unser Weg ist vorgezeichnet. Was ist das denn schon wieder? Auch nicht schon. Die Zukunft gehört uns. Ihr hattet scheinbar recht. Also, wollen wir dann? Vor. Ach, Sanis hat ja auch einen Luftangriff. Das ist ja lustig. Ich bin der Schwarm. Unsere Bestimmung. Verlier keine Zeit. Artanis macht das. Ich diene meinem Volk. Also Artanis ist auf jeden Fall wieder stärker gekriegt auf den Beinen, hat das Gefühl. Aua. Durch wir dürfen nicht zweifeln. Also die brennen sich einfach brachial mit... Ach hier. Der Durchgang ist eingestürzt. Wir müssen einen Umweg finden. Oh. Scheinbar sind die Tal'Darin beschäftigt. Wir sollten sie angreifen, während sie die Konstrukte bekämpfen. Mach ich doch schon. Was Kerrigan ihre coole Sprungattacke nicht mehr kann, stört mich gerade ein bisschen. Die Dämmerung nach. Gemeinsam. Ulu! Was willst du? Große Veränderungen. Da wären wir ja gerade beinahe Artanis weggestorben. Achso, den anderen haben wir schon. Ein kühner Plan. So, ich muss mal ein bisschen hier gucken, ein bisschen feuchtig sein. Warte mal. Ich führe mit Ehre. Okay, da kommen wir nicht rüber schon. Ja, das Ding ist, ich möchte auf keinen Fall das Solarit verpassen, weil gerade so eine Singleplayer-Mission, also hier mit ohne Basisbau, das ist eigentlich Mission, die man kaum verlieren kann, aber oh, warum ist denn da jetzt schon kaputt? Mich anzugreifen war ein großer Fehler.
Also die Möbius-Typen sind enorm nervig. Was du? Ich diene meinem Volk. Vor allem, wie zahlreich die auch eigentlich sind. Man müsste ja eigentlich erwarten, dass das Möbius-Korps eigentlich nicht so groß war. Ein kühner Plan. Und trotzdem haben die Personal wie Sau. Wir sind schön nach. Dieser Weg ist ebenfalls verschüttet. Vorsicht. Hybriden. Ja, sehe ich. Ich bin der Schwarz. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Hopp, man nicht alle Carry Gang, die hat kein Schild, was ich regenerieren kann. Ich diene meinem Volk. Aber gut, dass Carrie noch niemandem Bescheid gesagt hat, wo sie hin... Na gut, sie hat mehr oder weniger gesagt, wo sie ich hinfährt. Ich führe... Ulna wird euer Grab. Ein kühner Plan. Ach Gott, wer seid ihr denn alle? Also Kerrigans AOE-Attack ist zum Glück überhaupt nicht stark. Wir werden obsiegen. Also ihr normaler AOE-Angriff. Oh, da unser Weg okay. ist vorgezeichnet. Bin ich aber beruhigt. Unser Vermächtnis ist eure Zukunft. Das hört sich irgendwie so an, wir müssen das Problem jetzt... Das sind die Dinger einfach unter... Nee. Sie kämpfen gegen ein weiteres Konstrukt. Ja. Ich. Unsere Bestimmung. Was willst du? Ich bin die Konstrukte sind schon ganz schön groß. Durch Einheit. Das ruhig mit Hilfe, Nathan, so ist nicht. Ich führe mit ihm. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was wir hier im Keller finden. Die Zukunft gehört uns. Die Teilerien dringen in die Hallen der Offenbarung vor. Mach deine Klingen bereit, Templer. Sind wir Haha! Meine Sucht. Unsere Bestimmung. Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Große Veränderungen. Wir dürfen nichts halten. Oha. Na gut, dass ich mir noch nicht so viele Fähigkeiten benutzt habe. Mit wir werden obsiegen. Dum-dum-dum-dum. Unsere Bestimmung. Ah, trotzdem ein bisschen lächerlich. Wir scheinen eine Verschnaufpause zu bekommen. Du bist dran, Artanis. Das Ding ist, warum können die sich hier einfach hier reinlasern und wir haben eigentlich ein viel größeres Flaggschiff? Warum können wir das nicht? Das müsste doch... Aha! Die Schreine sehen aus, als wären sie mit Piktogrammen überzogen. Woher weißt du, was sie sagen? Den Schrein zu lesen erfordert mehr, als nur Reliefe zu entziffern. Jedes Atom des Steins wurde sorgfältig und absichtlich platziert. Dafür sieht der Boden hier aber ganz kaputt aus, dafür, dass alles sorgfältig ist. Vor allen Dingen, eigentlich spricht es für relativ schlechte Technologie, wenn die ganze Zeit das Zeug... Von Ulna aus erfüllten die Xel'Naga das Universum mit Leben. Sie haben uns erschaffen, genauso wie sie zahllosen Spezies in anderen Universen das Leben schenkten. Sie beobachten und identifizieren das Potenzial ihrer Abkömmlinge, mischen sich aber niemals in deren Entwicklung ein. Der ewige Kreislauf wird stets der gleiche sein. Zwei Spezies sind dazu bestimmt, sich als würdig zu erweisen. Eine von reiner Wesenheit mit einem unnachgiebigen Willen zu gewaltigen Veränderungen fähig. Und eine andere von reiner Form. Kreaturen, denen enormes psionisches Potenzial innewohnt. Fähig, die Essenz der Xel'Naga zu tragen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Terraner da nicht unbedingt reinpassen. Das hört sich eher nach Hybriden an, finde ich. Reinheit der Form und der Wesenheit. Die Zerg und die Protoss. Doch wenn sich die Xel'Naga nicht einmischen, dann war es Amon, der meinem Volk half. Alles, was wir über die Xel'Naga wissen, ist eine Lüge. Na los, Artanis. Wir müssen nicht mehr lange auf unsere Antworten warten. Die Xel'Naga, aber die haben auch eigentlich... Na gut, die haben sich zwischendurch gezeigt, hieß es. Ich glaube, das ist die letzte Halle. Halt. Das Tor ist offen. Die Konstrukte zerstört. Der Schrein wird angegriffen. Nu! Das kann nur Amons Werk sein. Wir zögern nicht länger. Niemand wird unsere Rettung vereiteln. Aha. Habe ich jetzt Eile? Ich habe keine Eile. Wir dürfen
Schlagen wir uns zu dem Schrein durch. Ich bin so weit gekommen. Wir werden auf Sie fallen. Dumm-dumm-da. Große Veränderung. Oha. Es hieß ja, Arthanas kann nicht sterben. Oh. Okay, jetzt muss ich beim nächsten... Oh. Dieses Tor ist verschüttet. Wir müssen einen Umweg finden. Der dunkle Gott hat euren Tod gesehen, Kerrigan. Wir bringen ihn euch. Nee, danke, ich verzichte. Aber schön, dass sie uns direkt ansprechen. Große Veränderungen. Oh, schon ist ja lustiges. Was ich gerade sagen wollte, die Tatsache, dass das Zeug hier immer hoch und runter fährt. Die Tatsache, dass das Zeug hier immer hoch und runter fährt von den Zellnageln, die Konstruktion, ist doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Technologie ziemlich niedrigwertig ist, weil eigentlich hochwertige Technologie wäre es ja, wenn das Zeug nicht hin und her fahren müsste. Ja, bestimmt. Aber wir sind ja schon da. Die sind alle wahnsinnig. In der Tat sind sie das, aber... Ich schenke dir meine... Unsere Bestimmung. Was willst du? Oh. Ah, die Fähigkeit ist ja schon wieder da. Mach mir gerade die ganze Zeit mega Sorgen, dass mir plötzlich Arthanas wegstirbt. Weil seine lustige... Was ich kann nicht sterben. Kannst besorgen. Ach. Nee, bitte nicht. Harak. Ich habe übrigens gar nicht geguckt, was die Archimedes für das Level hier sind. Unsere Bestimmung. Ich führe mit. Oh, sorry, Kinders, keine Zeit für euch. Muss ich beeilen. Unser Weg ist vorgezeichnet. Wir dürfen nicht zweifeln. Ich brauche Antwort. Oh, ist der Laser weg? Unsere Bestimmung. Ich hab's doch geahnt. Ja. Unsere Zukunft ist eins in der Leere. Ach, wir sind ja schon lange da. Unsere Bestimmung wartet. Für Zeratul. Für Ajur. Euch erwarte nur Finsternis. Oh, oh. Erkläre dich. Machen wir gerade minimal Sorgen um, Kerrigan. Verlier keine Zeit. Sie sieht gar nicht mehr so fit aus. Oh. Behemoth-Hybrid. Nicht gut. Der Behemoth-Hybrid ist ganz schön mächtig. Bitte nicht Kerrigan angreifen, die kann ich. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Das war's. Knöpf dir den Schrein vor, Arthanas. Deine Götter schulden uns ein paar Antworten. In der Tat! Ist vorgezeichnet. Wir sind wahrscheinlich wieder ganz woanders im Team. Auf einmal müssen wir nach Ajur. Trotzdem sind die Abenteraner so ein bisschen ausgelassen worden hier in der ganzen Gleichung. Also Kerrigan als immer noch als Teilzeit-Terranerin, also Rest-Terranerin, muss ich jetzt schon verarscht fühlen. In der Kammer des Aufstiegs ruhten die Xel'Nager, während Zivilisationen emporstiegen, untergingen und erneut entstanden. Sie werden erwachen, wenn die beiden auserwählten Spezies eintreffen. Dann werden ihre Ältesten ihr Leben opfern, um ihre Essenz weiterzugeben. Und rein in Form und Wesenheit wird sie wiedergeboren, als Xel'Nager, einem Hirten des ewigen Kreislaufs. Opfern finde ich gar nicht gut, gefällt mir nicht. Es ist noch immer, was Amon meinte. Bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten? In der Tat. Kommt! Die Kammer des Aufstiegs liegt vor uns und in ihr unsere Erlösung. Kann man aber leicht kaputt aus. Hier stimmt etwas nicht. Die Xel'Nager.
ist nicht so leicht zu brechen, Amon! Die Erstgeborenen fürchten euch nicht mehr! Zumindest wissen wir jetzt, warum Amon den Kreislauf brechen will. Der hat auch die Schnauze voll. Aber eine Prinzessin hat dann ja schon gebrochen, oder? Was soll ich mal? Töten sie mindestens mit erschaffenem Bestling. Na gut, das war jetzt nicht so schwierig. Was soll ich sonst machen? Ja gut, das ist, den habe ich ja nur benutzt und was soll das andere einfach nur schaffen? Na, auf jeden Fall habe ich aus der Mission alles rausgeholt. Na gut, wie muss sein? Das war der ewige Kreislauf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.